Willkommen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Fire Emblem. Wir haben die 13x-Mission geschafft und machen weiter. Falsche Freunde. Was? Ein drolliger Händler namens Manus schließt sich Elibons Gruppe an Drolliger. Mit Manus im Schlepp verlassen sie Lamus schon am folgenden Tage. Aber es befindet sich im Herzen Lysias. Ein Territorium regiert von machthungrigen Marquis von Laos, Lord Darin. Die Vorbereitung auf den Krieg, von dem der Magistrat von Fahre sprach. Das Verschwinden von Albert, Elibots Vater, der Tod von Marquis Sataros. Drehen sich all diese Ereignisse um Lord Darin. In Elibots Herz wird das Verlangen nach Wahrheit von Furcht erdrängt. Einer Furcht vor dem, was die Wahrheit mit sich bringen wird. Bringen mag, bringen wird, ist doch wurscht, ist dasselbe. Ababalababu. Falsche Freunde. Bist du sicher? Freistrohne, der bist hier. Ja, Vater. Wir haben eben erst den Bericht von unserer Speer erhalten. Er ist noch jenseits des Hügels, doch schon bald wieder hier sein. Lord Efidel, was hat das zu bedeuten? Vielleicht war Lord Hermann noch am Leben, nachdem sie Schloss Santarus erreicht hatten. Das kann nicht euer Ernst sein. Lange kann er nicht durchgehalten haben, aber vielleicht hat er ihnen noch etwas auf den Weg gegeben. Das ist schrecklich, unser Plan. War da denn nun wirklich alles umsonst? Kein Grund, die Pferde scheiße zu machen, mein Lord. Selbst wenn er dem jungen Elliot von unserem Vorhaben erzählt hat, so verfügt Farid noch über keine Macht mehr. Allerdings, was Elliot tun könnte, wäre, was hieß, Ossidia in Kenntnis zu setzen. Ossidia, das wäre unser Untergang. Lord Affe mag noch jung und nicht zu lange auf dem Thron sein. Dennoch ist er äußerst gefährlich. Dieser trottelige Hermann. Er war ein Feindling bis zum Ende. Uns jetzt zu raten, wo wir auf unserem Zäsonar waren. Wir brauchen nur noch ein wenig Zeit, unsere Pläne für die Rebellion zu verwirklichen. Da wäre es auch es weise, sie aufzuhalten, bevor Marquis aus dem Wind von der Sache bekommt. Ja, ihr habt recht, natürlich. Uns bleibt noch eine Chance. Um nach Ossidia zu gelangen, müssen sie Lamus durchqueren. Sie können sie zuvor zum Schweigen bringen. Sie dürfen nicht passieren, koste es, was es wolle. Dann lasst uns keine Zeit verlieren, ruft unsere besten Truppen zusammen. Vater, bitte lasst mich an ihrer Spitze reiten. Erik, sag mir, mein Sohn, kannst du dies bewältigen? Elliot und ich haben zusammen in Ossidia studiert. Er ist ein vertrauensvoller Narr. Wenn er mich erblickt, wird er seine Abwehr fallen lassen. Und wenn er dies tut, schlagen wir zu. Ich verstehe. Ich bitte um Verzeihung, mutet ihr ihm da nicht zu viel zu? Wenn er durch einen Zufall fallen sollte, würde dies alles nur noch schlimmer machen. Nein, ich weiß, ich bin der Vater des Jungen. Doch kann ich rein gewissens sagen, dass er nicht auf den Kopf gefallen ist. Faris Welpen auszulöschen wird ihm keinerlei Probleme bereiten. Dann ist es beschlossen. Es liegt nun an dir, Erik. Bring mir den Kopf vom Faris geliebten Sädchen. Ja, Vater, ich werde euch nicht enttäuschen. Bla, 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 bla. Sieh doch, sie bereiten sich tatsächlich auf eine Schlacht vor. Bah, Marquis Lamus, was hängt er nur aus? Du siehst nicht so aus, als würde es dich ins Schloss ziehen. Wenn wir gehen und die Wahrheit erfahren, könnte es sein, dass wir in den Krieg ziehen müssen. Für mich ist das kein Problem. Ich schätze den Krieg nicht. Wenn ich mich auf den Gegner vor mir konzentriere, ist das in Ordnung. Auch wenn ich mir Familien vorstelle, Unschuldige, die in den Wirren unserer närrischen Politik gefangen sind. Wenn ich mir sie alle vorstelle, kann ich nur darum beten, einen Weg zu finden, die Dinge friedvoll zu lösen. Elliot, du bist ja richtig lächerlich. Entschuldigung. Erstmal gegähnt. Lord Elliot, ein Ritter reitet uns vom Schloss aus entgegen. Ein einzelner Ritter? Ja, mein Lord, unsere Späher berichten, dass es sich um den Sohn von Marquis Lamus handelt. Er bittet darum, mit euch sprechen zu dürfen. Erik? Warum muss es ausgerechnet dieser Kasper sein? Ich werde ihn empfangen, bitte ihn zu mir. Ich ziehe es vor zu gehen, ich konnte ihn noch nie ausstehen. In der Zwischenzeit werde ich ausreiten und die Umgebung erkunden. Stop! Hallo, es ist schon so lange her, Elliot. Erik, wie lautet dein Anliegen?
Mein Anliegen, was meinst du damit? Ich hätte mein alter Freund wäre hier in Lamos. Ich bin hier gekommen, um dich zu begrüßen. Also sag mir, Freund, was führt dich nach Lamos? Bist du auf dem Weg nach Ositia? Wie kommst du zu dieser Annahme? Nun, du warst schon seither jeher mit Rekta sehr gut befreundet. Er und ich, wir standen uns nie sonderlich nahe. Für einen Nobel war seine Leben viel zu plump. Auch war seine Wortwahl niemals besonders erlesen. Auf den ersten Blick hätte man ihn für einen Gemeinen halten können. Du bist doch noch immer mit Hector befreundet, oder? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Wie kommuniziert ihr miteinander? Erik, wo bist du hinaus? Sag es mir. Wie meinen? Wenn ich auf Blicke Lamos bereite sich auf den Krieg vor. Was habt ihr vor, du und dein Vater? Ich will sofort die Wahrheit wissen. Ich hatte gehofft, noch warten zu können, bis du von Ositia berichtet hast. Ob du bereits mit dem Marquis gesprochen hast oder nicht? Wovon sprichst du? Edward, ich hab dich schon immer verabscheut. Wie sehr habe ich mich doch danach gesehen, dich und deine armseligen Moralvorstellungen in Stücke zu schlagen. So oft habe ich von diesem Tag geträumt. Und nun ist er endlich angebrochen. Zu schade, dass du dich lange genug leben wirst, um auch seine Dämmerung zu sehen. Hector! Du, Hector! Kasian, hast du bereits mit Ositia gesprochen? Vielleicht, ja, vielleicht aber auch nicht. Edward, diese Bastard hat überall uns Truppen versteckt. Soweit ich es erkennen konnte, sind es reguläre Soldaten aus Lamos und steht ein harter Kampf bevor. Ein Kampf mit wenig Sinn haben. Ihr sitzt in der Falle. Meine Streitmacht wird euch überwältigen. Ein unendlicher Strom von Soldaten. Auch stehen Lamos Elite-Ritter schon bereit. Wie lange glaubt ihr, könnt ihr überleben? Feiger Hund. Nice, jetzt wird hier richtig gebasht. Werden sie alle zerstört. Oh, hallo. Hallo. Ninian? Ist das Ninian? Nee, oh. Ups. Eine Welt, das auch in der ihr gelandet seid, nicht wahr? Du hast mich gescheit, alte Frau. Solltest du von dir verschwenden, wenn du nicht vorhast, heute zu sterben? Es ist ein schlechter Aufenthaltsort. Ich möchte denjenigen sehen, der auf der Suche nach seinem Vater ist. Den Sohn von Marquis Zwar, ey. Pass gut auf, alte Frau. Du bist im Tode näher, denn je zuvor. Nimm dein Anliegen und sieh zu, dass du von hier verschwindest. Hector, achte bitte auf deine Manieren. Ich bin Heliwood. Darf ich um euren Namen bitten, Milady? Haha, ein irgendwie irgendwann, Mann. Ich bin Hannah, eine weiße Wahrsagerin. Wolkenkurbel? Was? So alt bist du doch auch gar nicht. Wobei, falsches. Das ist ein Haar zu viel. Nö, jetzt werde ich geschlagen. Ich kam her, um euch zu helfen. Könnt ihr mir sagen, wo sich mein Vater aufhält? Nein, aber ich kann andere Dinge sehen. Sehr nützliche Dinge. Ich sage, welche Waffen ihr in die Schlacht nehmen solltet. Ebenso wie die Leute, die sie führen sollten. Solcherlei Dinge kann ich sehen. Ich verstehe. Sag nicht, dass du auch nur ein Wort davon glaubst. Ich habe keinen Grund, an Hannahs Kräfte zu glauben oder nicht zu glauben. Auch wenn das hilft, meinen Vater zu finden, werde ich es nicht abweisen. Nice, hallo. Laut Herr Elberteil, ich verdiene mich als Bescheidenheit, sollt ihr irgendwelche Items haben, die ihr nicht länger braucht, so überlässt sie doch dem armen Merlinus. Hehehe, ich bin auch noch da. Sprich von der Schlacht mit mir, werdet ihr da sehen, nach einer Weißabo steht. Meine Dienste haben zwar ihren Preis, doch können sie dich davor warnen, einen noch viel höheren zu bezahlen. Einheiten Wayland, wir haben alle drin. Na geil, oder? Ich brauche, kann ich nicht bei... ich hätte gern Stuff für ihn. Wir haben ja nicht, ne? Nice, ne? Wir haben nichts, was ich brauchen könnte. Auf alle Fälle bräuchte ich Heilmittel gebe ich ihm. Er braucht nicht so dringend 3, aber zumindest 1 wäre schon mal gut. ja, ne, geil, ne? Eine relativ große Mission. Freude. Da kommt Freude in mir auf. Freude. Hat Erik, hat eine Silberlanze. Au, oh, die kriege ich sogar, wenn ich ihn kaputt schlage. Na geil, ne?
es sieht danach aus, dass es nicht sehr viele Gegner sind. Na geil, ne? Frau Martianis! Ich hätte sie gerne hier. Lowen hätte ich gerne. Hier. Wo ist mein Oswin? Oswin kommt hier hin. Sie kommt dahin. Hier kommt. Das ist Dortgas. Genau. Batra ist da. Batra tauscht mal fix mit ihm Platz. Und ja, nice, ne? So muss das sein. Sie muss nochmal mit hier mit Platz tauschen. Matthew. Tauschen mit ihr Platz. Er kann besser da hochrennen. Er auch. Da unten kommen ganz viele Dingsies raus. So. Ihr wisst schon, Typis und so. Er hält den Haufen auf. Er hält da auch mit auf. Er und so. Und dann passt alles. Geil. Ja. Vielleicht machen wir es auch lieber so. Ja, doch so. Weil der hat. Geil, ne? Ja, das ist wurscht. Speichern wir noch schnell. Nice. Und dann legen wir los. Let's go! Ja, der wollte soll ich euch begleiten. Stellt ihr mein Zelt auf, kann ich euch mit Ausrüstung versorgen. Ich kann Items mit euch tauschen und sie aufbewahren, wenn eure Taschen voll sind. Alles kann ich mein Zelt nicht bewegt werden. Also werde ich auch eine Wache benötigen. Ich bitte unterwegs um euer Verständnis. Händlerzelt, mehr das einsetzen. Ja, natürlich. Storm, lasst mich die Situation erklären. Sie mögen zwar mehr sein als wir, aber ihre Zeit ist bedeutungslos. Ach Gott, so viel Gelaber! Wir sind Ritter von Farelli. Diese Ratten aus Lamus werden uns niemals in die Knie ziehen. Ja. In die Knie zwingen. Was ist da jetzt los? Gewiss könnten wir etwas Unterstützung gebrauchen. Tut mir leid, aber das könnten wir einfach nicht tun. Wer weiß, was mit uns geschehen, wenn sie nicht gehorchen will. Ich verstehe, wir werden uns woanders nach Hilfe sehen. Wohin ihr auch geht, ihr werdet immer dieselbe Antwort erhalten. Letztendlich werdet auch ihr euch den Befehl des Marquis beugen müssen. Ihr würdet gut daran tun, dies auch eurem Auftraggeber zu vermitteln. Ich wünsche noch einen guten Tag. Tschüss! Ja, nice! ja, geil. Geld. Wrecked! Ich wollte euch noch zumindest in dieser Folge einen Angriff zeigen, denn die Folge ist wieder rum. Und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute! Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das heißt, wir rollen mit Lamus auf. Wobei ich Lamus mag. Aber Lamus nicht. Also räumen wir mit Lamus aus. Lamus. Tschüss, bis dahin. Tschüss.